Wir müssen auch das hier wieder abreißen. Hier diese Kante. Und wie auf der anderen Seite durch Zaun ersetzen. Ja. Da muss auch Genau. Steinzaun hin. Ja, das muss auch ein. Genau. Vorne, das ist ja ganz okay. Aber wir müssen mal nicht bei hier noch Blöcke setzen. Guck mal hier die Front. Der Zaun von diesem Fenster, der schwebt hier so davor, hier oben. Da müssen wir noch was dran setzen. Ja. Und ganz ehrlich, der kann auch noch ein Stückchen höher. Der ist auch, glaube ich, sitzt der denn richtig? Der Nee, der ist einfach kann. noch übrig, Der ist ne? noch übrig vom letzten Mal. Ich wollte Weil wir gerade die sagen. Fenster ja. Ja! Ne? Du hast es gesagt. Du bist schuld. So. Weißt du, womit ich immer noch ein Problem habe? Nee. Wenn du jetzt hier so guckst, ne? Da sind zwischen dem Holzzaunfenster und dem unteren sind irgendwie drei Blöcke, ne? Zwischen dem bunten Fenster und den anderen auch so ungefähr. Und dann zwischen den lila und den ganz unteren Fenster ist eine riesenhafte Mauer. Warum? Das weiß ich leider nicht. Siehst du, was ich meine? Ja. Ja. Weiß es leider auch nicht. Wie sieht das denn von innen aus? Oder ist das so, weil das von innen so? Weil das von innen auch so. Naja, die inneren Fenster, die wir hier hochgesetzt Aber haben, die das hier ist doch. haben wir natürlich mit dem. Aber hier stimmt doch sowieso noch irgendwie was nicht. Wenn du Erzähl mir nämlich. nicht, dass wir den Dom abreißen müssen. Nee, aber siehst du mich, wo ich gerade bin? Ja. Hier. Das hier kann ja nicht richtig sein. Ja, das sage ich ja die ganze Zeit. Und das hier auch irgendwie nicht. Der Abstand hier von den unteren Fenstern zu den nächsten ist so riesig. Ja. Hier, diese Mauer hier, Ja. die irritiert mich schon die ganze Zeit. Denn wenn wir jetzt ein Stückchen höher fliegen, zwischen den nächsten Fenstern ist es immer nicht. Ich gehe mal gerade nach drinnen und guck mal, warum. Weil Ich flieg von hier hinten rein. jetzt lass mich hier durch, so fett. Hallo. Danke. Also hier innen, das sieht aber richtig schön aus mit den erste und zweite Etage. Jetzt ist die Frage. Wir haben hier von innen 1, 2, 3 und dann kommen die Fenster von innen. Wo Von bist du? außen, ich bin hier im Turm. Ich bin innen drin. Also von innen ist das richtig mit der Dreierhöhe. Ja, aber da hören ja nicht die Fenster auf. Du hast hier 1, 2, 3 bis zum Fußboden. Ist schon richtig, ne? Hier, wo Ja, ich stehe. 1, 2, 3 bis genau. zum Fußboden. Aber beim Fußboden hören ja nicht die Fenster auf. Wenn du runtergehst, Ja. siehst du, dass die Fenster erst hier aufhören. Hier, ne? Da haben wir ja nochmal 1, 2, 3, 4, 5 mindestens, bis dann der Fußboden ist. Ja, aber warum ist das so? Epa. Diese Fenster, die äußeren Fenster sind niedriger als die Bögen hier drinne. Was für eine Höhe haben die denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die haben nur eine Zehnerhöhe. Komm mal in die Mitte vom Dom geflogen, hier ins Mittelschiff. Guck mal, wie hoch hier die Bögen sind. Ne? Ja.
Diese hier, so hoch müssten doch eigentlich auch die Fenster sein, oder Die bin ich Fenster spinnend? hat, glaube ich, Tabo Bin ein ich bisschen jetzt? zu klein gemacht, oder? Hat diese Weil das denn alleine gemacht? die Da Fenster haben wir ja. die nicht nach, die haben wir nach der Front ausgerichtet. Weil Die die haben haben ja nur eine 10er Höhe, die Fenster. Wir aber nach der Front ausgerichtet, nach der Fassade, nach der Westfassade hier. Normalerweise müssten wir, Die damit sind das da auch so überall niedrig. gleich ist, noch vier höher machen, also auf einer 14er Höhe wie die anderen. Das glaube ich nämlich auch. Denn guck mal die Front. Tabu hat sich bestimmt nach der Front gerichtet, als er anfing, die Fenster zu machen. Ne? Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne? Ja. Da hat Tabo sich bestimmt nachgerichtet. Das heißt, wir haben jetzt ja hier irgendwie so ein bisschen ein Problem. Das ist auch alles gar nicht symmetrisch hier. Guck dir das mal an. Das ist uns ja schon mal aufgefallen. Das mit dem Bogen hier, das stimmt gar nicht. Ja, das ist ein Viererfenster, da hast du keine Mitte. Ja, aber dann muss aber eigentlich die Mitte, wenn du nach dem Bogen gehst, hier sein. Das ist total versetzt. Ja, weil das Ge du kriegst das Gewölbe sonst nicht hin, Steffi. Du kriegst sonst kein Gewölbe gemanagt hier. Das Fenster ist eigentlich einen zu klein. Wenn das einen größer wäre, wäre das auch kein Problem. Läuft's. Aber normalerweise müssen wir das jetzt hier wieder abreißen und die Fenster vier höher machen. So, das heißt dann aber auch, dass du das hier alles abreißen kannst. Die ganzen Bögen mit den verzierten Steinen und so müssen eigentlich alle wieder komplett verschwinden, Ja, damit komm mal nach man... hier draußen, was das hier heißt für die Fassade. Warte. Das heißt, dass du hier Front an der Frontfassade ja auch versetzen musst, ne? Ja. Und es wäre natürlich schöner, wenn die Fenster eine Fünferbreite hätten und man eine Mitte hätte, aber wenn ich mir das jetzt angucke, hier, das nochmal alles ändern. Steffi. Nee. Ganz ehrlich, nein. Nee, ne? Da schummeln wir lieber irgendwie ein bisschen drin rum. Höher machen können wir sie aber, ne? Hast du mal von innen geguckt, was für eine Arbeit das ist? Wir müssen die Bögen an der Seite wieder alle abreißen. Und die Gewölbe? Oder wie? Ja. Damit wir die hier auf einer 14er Höhe bekommen, muss das hier alles wieder weg. Das heißt, das hier oben stimmt dann auch nicht mehr überein. Naja. Weil 4 hoch heißt 1, Eins, 2, zwei, 3, drei, 4. Also vier. hier, wo dieser Ja, Bubbel ist. dann, ja, genau, dann ersetzen wir einfach eine Reihe. Wenn ich es richtig sehe, ist da, wo jetzt Zaun ist, dann Glas. Genau. Dann ersetzen wir einfach die hier alle durch Zaun. Dann passt das schon. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und ich verstehe auch nicht, guck mal, hier diese Mittel. Hier dieses Fenster, das ist doch so hoch. Warum sind... Ja, das weiß ich auch. Also diese habe ich gebaut. Die habe ich nach denen hier gebaut. Weil das ist ja die richtige... Moment mal. Das hier Eins sind zu niedrig, 2, oder? 3, 4, 5, Eins, zwei, 6, drei. Ist 7, eins zu 8, 9, niedrig. 10, 11, 12, 13. Ist einer zu niedrig. Obwohl auf einer 13er Höhe könnten wir das auch machen. Das würde weniger auffallen. Und würde dann, dann könnte man das nämlich hier oben so lassen. Dann würde Ja, das gut. Fenster dann bis hierhin gehen. Ja, okay, gut. Dann lass uns mal draußen gucken, wie das dann aussehen würde.
Eine 13er Höhe würde vielleicht dann, das fällt da nicht so sehr auf. Dann käme das hier. Das heißt, dass wir Dann käme das hier. Ja, die schönen Verzierungen außenrum. die ganzen Verzierungen außenrum müssten weg, die Eins, Zäune zwei, müssten drei. weg. Der Fries, der sich ganz rundrum zieht, wäre einen höher. Das würde aber Auswirkungen auf diese Pfeiler haben, weißt du? Ja. Ja, der Fries aus umgekehrten Stufen. Heb jetzt nicht auf, das ist sowieso Nein, weg. mache ich nicht. War nur ein Sandkrümel. Und dann ist Steffi, dann kommt das beim Dach hier eins höher. Aber das ist vielleicht nicht so schlimm. Das Dach muss man deswegen nicht verändern. Nee, da braucht man eigentlich nur eine Reihe von wegzunehmen dann vom Dach. Das würde noch Käme gehen. eins höher. Die Verzierung würde bis hier hochragen. Das wäre auch schöner. Das würde schöner aussehen. Es würde schöner aussehen, wenn wir es machen. Es wäre eine Masse Arbeit. Wir machen mal das dann hier vorne mit den, mit der Mauer dann hier. Der hier. Ja, eben, ne? Weil die ist ja jetzt Die so darauf muss. ausgerichtet auf der Höhe, die wir jetzt unten ursprünglich hatten. Das muss dann, das sind ja immer drei, ne? Da muss man dann auf Auf vier. vier gehen. Muss man auf vier gehen Obwohl, und warte dann. mal, wenn wir auf drei erhöhen, doch auf vier müssen wir dann erhöhen. Und wenn wir auf vier erhöhen, haben wir genau drei Blöcke mehr. Das würde gehen. Dann käme alles drei höher. Kommt alles drei höher. Die Eckpfeiler kommt alles drei höher. La 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 Alles la. drei höher, das wären 1, 2, 3. Das heißt, jetzt, wo da, wo Zaun ist, La 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 Metallzaun, la. Wäre wäre Glas, Glasende, um, wenn wir um 3 Glasende, erhöhen. ja, genau. Das würde wirklich um einiges besser Eins, aussehen. Dann zwei, hätten wir drei, nicht ja. so eine Das große würde Fläche. ja wirklich besser aussehen. Ja, die ärgert mich ja schon die ganze Zeit. Die sagt schon die ganze Zeit, guck dir das an, wie das aussieht. Das ist hässlich. Eins, zwei, drei. Und dann käme ja noch mal verzierter Zaun, Zaun drauf. Aber ich verstehe nicht, warum sind unten die Fenster nur 10 gemacht worden, wenn wir die Bögen doch von vornherein auf 14 gemacht haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, wir haben aber die Bögen nach der Fassade, nach der Westfassade gebaut, wenn du dich erinnerst. Ja, das ist richtig. Diese Westfassade war als allererstes fertig. Ja. Und als die fertig war, hat Tabu sich an den Fenstern orientiert und wir haben noch hinten drin irgendwie mit dem Berg gekräpelt, glaube ich, oder was weiß ich gemacht. Ich habe die Abstände ausgemessen für die Säulen und die Säulen markiert erstmal mit Erde, um zu gucken, wo die hinkommen. Und dann haben wir die Säulen hochgezogen. Ich meine, ist klar, Tabu hat sich nach der Fassade vorne gerichtet. Das ist ja Ja, auch richtig klar. so, das hätte ich ja auch gemacht. Ja, sicher hätte ich auch gemacht. Und die sieht ja auch so weit aus, wenn man sie anguckt, ne? Es sind mehr Spitzbögen, also es sind keine Bögen, sondern Dreiecke hier drüber. Ich weiß nicht, ob mir das Holz gefällt. Doch, das Holz gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Es sind aber Dreiecke, sind keine Spitzbögen, ne? Ja, gut. Also das muss ich sagen, das gefällt mir ja noch. Ja, dann machen wir das Fenster halt höher. Dann müssen wir die Frontfenster hier auch höher machen oder lassen wir die so? Das ist jetzt die Frage, wenn wir die jetzt auch höher machen.
Wo kommt denn der Fries hin? Dieser Fries hier. Das ist ja die Kante. Das, wo ich jetzt drauf stehe, das ist ja die Kante, die dann drei höher käme. Eins, zwei, drei. Bis hierhin. Wäre auch okay. Oder? Dann ist nur die Frage, wenn wir das Fenster hier auch höher machen. Hier haben wir ja Verzierung. Oh Gott. Ja, ich glaube, das Fenster müssen wir lassen. Und stattdessen kommen die umgekehrten Stufen 3 höher. Das passt sogar sehr gut, denn hier, guck mal, unterm Zaun sind die ja schon hier. Die umgekehrten Stufen, siehst du? Und die sind ja schon 3 höher. Ah. Das würde sich dann eigentlich gut fortsetzen. Können wir das Fenster einfach so lassen? Also in der Westfront lassen wir so, an einer Seite ändern. Ja. Dann zwar ein bisschen komisch vorne aus, aber fällt ja gar nicht auf. Sieht doch keiner. Ist ja nur vorne, sieht ja keiner. Sieht ja keiner. Die schönste Front ever. Sieht keiner. Ja, ich weiß nicht genau. Ich meine, so sieht der Dom ja schon richtig geil aus, ne? Wenn man sich hier so hinten hinstellt, ne? Jetzt wo, ich sag mal, ein Turm relativ fertig ist, also, ne? Ja. Sieht das schon echt mega geil aus. Da kann man echt nicht anders sagen. Ja, man sieht, wo die Reise hingeht. Na. Kann man ja echt nicht anders sagen, aber hier an der Seite. Da müssen wir schon wieder abreißen. Jo. Und das jetzt nicht zum ersten Mal. Und das ist schon wieder der Turm, der da mit dran beteiligt ist. Den haben wir schon zweimal abgerissen. Ja. Aber die Glücks... die Silk-Touch, die haben wir ja noch. Das heißt, das Glas kriegen wir wieder. Und die Clean Stones, die können wir uns auch wiederholen. Wir brauchen doch überhaupt ein Glas kaputt machen. Warum sollen wir denn irgendein Glas abbauen? Ja, hier, null. Bei dem... Vielleicht bei dem ja, aber... Nee. Das lassen wir so. Das wird mit Blau ausgefüllt oben drüber. Die Steine müssen weg. Und dann setzen wir das Glas einfach drüber. Mhm. Dann machen wir das 3. Erweitern wir das um 3, damit wir innen drin nicht wieder alles korrigieren müssen, so viel. Ja, genau. Und wenn das dann um 3 erhöht ist, dann ist das nämlich hier auch dann um einiges schicker dann. Ja, genau. Fangen wir damit jetzt an? Ja. Läuft's. Ja, und wieder Abriss. Herzhaft. Ich glaube, da muss ich vorher nochmal auf Toilette. Und ja, ich muss auch auf Toilette. Da pass auf, ich habe noch gerade Zigarette an. Dann rauche ich die noch eben zu Ende, dann gehe ich auch auf Toilette. Dann können wir den Stream ja kurz pausieren. Hast du mich auch wieder geändert hier? Warte. Nee, musst du noch. So. Jo. Ja, wolltest du nicht eigentlich auch sowieso eine Pause machen? Oder ist es jetzt, wie spät ist es denn überhaupt? Es ist 9:10 bei mir ungefähr. Nach 9? Ja, warte mal. Ich habe jetzt mittlerweile 3,03 Gigabyte. Das können wir eigentlich gut damit nutzen. Ja, super. Dann machen wir 10 Minuten Piepau. Piepau. Genau, Piepau. Und dann treffen wir uns wieder. Ja. Ich sag eben schnell hier im Stream auch nochmal Bescheid. Wir machen eine 10-minütige Piepau. Ich
werde ganz kurz den Stream beenden und sofort wieder starten. Bitte nicht wundern. So. Und wieder Toggle Downfall. Okay. Dann. Alles klar. Dann bis gleich, ne? Dann bis gleich. Tschüss. Tschüss.